Kaum zu glauben, aber wahr. Hier ist er wieder, euer Gotti. Aus der großen, ich nenne es mal Corona-Pause raus. Damit fange ich mal an mit einem kleinen Q&A, ein paar Fragen von euch zu beantworten. Es wird aber vor allem viel mehr Trainingsvideos wieder geben in nächster Zeit. Dennoch, ich bin gerade wieder da. Warum? Das ist eine der häufigsten Fragen der letzten Zeit. Bin ich untergetaucht? Viele von euch haben auch gesehen, dass ich bei den Kevin Gebhardt-Videos dabei bin. Schaut mal nach, Kevin Gebhardt kann ich euch nur empfehlen. Da kriegt ihr auch einiges Wissenswertes mit. Vor allem für die richtigen Bodybuilding-Fans unter euch, die weniger Fitness, mehr auf Bodybuilding gehen. Hammer-Kanal. Für den mache ich die Videos und ich mache auch einige Videos dort immer wieder mit ihm zusammen. Und habe auch mit NP Nutrition zwischendurch ein paar Videos gemacht. Und schlichtweg kamen da zwei große Sachen aufeinander. Das eine war das Corona-Loch. Warum war ich nicht motiviert, Hometrainings zu machen? Zum einen habe ich plötzlich gesehen, dass jeder Hometrainings macht. Und tatsächlich wirkt das immer demotivierend bei mir. Ich weiß zwar, dass ich es besser könnte als die meisten. Ja, die Selbstsicherheit müsst ihr mir gönnen. Aber ich habe trotzdem keine Lust, mich immer irgendwo einzureihen und dann auch wieder das Gleiche zu machen. Zum anderen hatte ich das Gefühl, selbst wenn ich weiterhin in einem Studio Zugang hatte, weil ich nun mal mit einem Studio auch zusammenarbeite, dass es eher deprimierend für euch war. Viele da draußen hatten gar keine Motivation großartig aufs Hometraining. Viele von euch sind sehr ehrgeizig in dem Sport und hätten es auch nicht gerne gesehen, wenn da niemand anderes ins Studio kann. Und sicherlich dachten auch viele von euch nicht mehr dran, bei YouTube Fitness vorbeizuschauen und sich Tipps abzuholen, wenn man das gerade eh nicht machen kann. Insofern war die Motivation da getrübt. Und dann kam dazu, dass ich sowieso schon die ganzen Videos mit Kevin gemacht habe und tatsächlich relativ wenig Motivation blieb, dann noch darüber hinaus Videos zu machen. Und das ging leider auf Kosten meiner Community, bei der ich mich da immer wieder entschuldigen muss. Die kennt mich zwar mittlerweile und weiß, dass ich das nun mal nicht hauptberuflich mache, dennoch tut es mir natürlich immer wieder leid für diejenigen, die gerne zugeschaut haben. Und jetzt beantworte ich ein paar eurer letzten Fragen und dann werdet ihr vor allem in Zukunft mehr Trainingsvideos sehen. Jetzt muss ich leider unfairerweise von hinten nach vorne vorgehen. Das heißt, die, die zuletzt eine Frage gestellt haben unter irgendeinem random Video, werden jetzt zuerst beantwortet. Das macht man ja feinerweise eigentlich nicht, sondern eher die, die schon lange darauf warten. Wie auch immer, ich muss es jetzt so machen, aber es werden noch andere Q&As folgen. Lasst mir an dieser Stelle schon mal ein Like da, wenn euch solche Videos gefallen. Lasst mir bloß kein Like da, wenn ihr mir signalisieren wollt, spart ihr diese Quatschvideos. Und schreibt fleißig eure Kommentare drunter, dann kann ich nämlich auch eure Fragen beantworten, das mache ich sehr gerne. Sind da wieder genug interessante Fragen bei oder auch behinderte Fragen, dann mache ich daraus gerne ein eigenes Video. Also, fleißig in die Tasten hämmern und jetzt fange ich mal an. Benito Martinez unter einem Armbooster-Video von mir. Bro, deine Arme sind eh deine Schwachstelle. Man sieht, dass sie von der Breite so dünn sind. Ich weiß nicht genau, was man mir mit dieser Benito Martinez, was du mir damit sagen möchtest. Also entweder du gehst davon aus, dass ich nicht weiß, dass vielleicht meine Arme die Schwachstelle sind und wolltest mich nochmal darauf hinweisen. Heißt das, du dachtest in dem Video, dass ich sage, meine Arme sind meine Stärke? Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß nicht genau, was solche Kommentare bedeuten. Richtig Hater-Kommentare würde ich sie auch nicht nennen, denn er hat sie jetzt nur Schwachstelle genannt. Und beleidigt sein, weil ein Muskel nicht so ausgeprägt wird, das muss ja nicht sein. Ich frage mich nur genau, was da der Zweck hinter war. Aber wenn wir über meine Arme sprechen wollen, mittlerweile und auch schon zu dem Zeitpunkt des Videos, war es eigentlich keine Schwachstelle mehr. Ja, ihr seht, die Breite von vorne ist nicht so gut. Dafür wiederum von der Seite, die Höhe, ist gut. Und vor allem, meine Arme haben sau wenig Fett. Liegt in der Natur der Sache, haben sehr viel, aber bei mir ist da wirklich nur noch Haut drüber. Und deswegen sind sie auch, fallen sie natürlich ein bisschen ab zu dem Rest. Aber mittlerweile würde ich sie nicht mehr als Schwäche bezeichnen. Nun ja, dennoch interessant, was so ein Kommentar zu bedeuten hat. Patrick Seitz, wie viele Wiederholungen sollten es denn pro Satz ungefähr sein? Schreibt er zum Zweier-Split-Trainingsplan. Das kannst du dir natürlich aussuchen, Patrick. Grundsätzlich bleibe ich in einer Range zwischen 6 und 12 Wiederholungen. Und das hängt dann natürlich so ein bisschen von der Individualität ab. Ich merke, dass meine Brust besser auf recht große Kraftanteile und wenig Wiederholungen anspringt, heißt von 6 bis 10. Und alle anderen funktionieren auch ganz gut zwischen 8 und 12, aber da ist nur eine kleine Range of Motion und man sollte es eh nicht zu genau nehmen. Zwischen 8 und 12 sagt man immer so, aber es kann auch zwischen 7 und 11 natürlich sein. Seid ruhig mal mutig und benutzt mehr Kraftanteile. Ich trainiere 90% die umgekehrte Pyramide. In der Infobox, ganz wichtiges Video für euch. Heißt, ich fange mit der großen Kraftleistung und mit wenig Wiederholung an, 6, und arbeite mich dann nach oben. Aber eigentlich gehe ich nie über 12 hinaus. Und das gilt dann eben für alle Trainingspläne, auch für den Vierersplit, Dreiersplit und so weiter.
Das gleiche fragt Connor TV. Wie viele Wiederholungen bei den ganzen Sätzen gilt auch für dich, Connor? Dann haben wir natürlich eine ganze Menge Kommentare immer wieder bekommen, die gehen auch fortlaufend weiter, zu entweder Siad Roscher oder zu den Carsten Pfitzenreuther Videos. Die sind teilweise echt einfach nur lustig und da muss ich mal, glaube ich, ein eigenes Video zu machen. Wer dazu ein eigenes Video sehen möchte, bitte bestärkt mich mit den Kommentaren, aber ich glaube, ich werde es mir eh nicht verkneifen können. Zum Dreier-Split-Video. David M., wie baue ich am besten Bauchübungen in den Split ein, also an welchen Tagen? Grundsätzlich so etwas wie Bauch, Unterarme, Waden, das sind so kleine Muskeln, die lasse ich öfters weg. Das heißt aber jetzt nicht für all die, die jetzt schon anfangen, oh, dass ich sage, die sind unwichtig, die muss man nicht machen. Nein, natürlich nicht. Die werden zwar hier und da mittrainiert, aber die kann man natürlich auch noch extra trainieren. Und insofern, ihr könnt Bauch oder auch Waden gerne an 1 bis 2 Tagen mit einbauen. Macht es am besten da, wo ihr die meiste Energie übrig habt. Oder wo der Muskel eh schon drin ist. Heißt, wenn ihr zum Beispiel den Bauch, der ist eigentlich bei keinem so richtig drin, oder den solltet ihr rauslassen bei keinem anderen, bei keiner anderen Muskelgruppe, die könnt ihr dann da anfügen, wo ihr tendenziell mehr Trainingsenergie übrig habt. Bei mir würde das ganz klar heißen, und bei den meisten da draußen sollte es auch so sein, nicht am Beintag und nicht am Rückentag. Egal, ob ihr einen Vierersplit macht, dann habt ihr die beiden einzeln. Beim Vierersplit habt ihr einen Tag, da habt ihr nur 2 kleine Muskeln. Entweder Bizeps, Trizeps, also ein Armtag, oder Schultern, Trizeps, irgendwie sowas. Macht es an dem Tag auf jeden Fall. Und dann auch gerne an einem anderen. Ihr könnt es auch an einem trainingsfreien Tag machen. Ihr solltet zwar gucken, dass ihr nicht alle trainingsfreien Tage bombardiert mit anderen sportlichen Leistungen. Ausdauertraining, Bauchmuskeln, Waden, denn dann habt ihr irgendwann keinen trainingsfreien Tag. Und es ist auch mal wichtig für den Körper, gar nichts zu machen für 48 Stunden. Aber könnt ihr natürlich tendenziell machen. Ansonsten würde ich euch empfehlen, macht es da, wo ihr die meiste Trainingsenergie übrig habt. King Kimi schreibt zu einem älteren Video, Urlaub killt deine Gains, eins meiner witzigsten Thumbnails, hat aber keiner beachtet. Er schreibt, das Ding ist halt, ich habe vor, bald für ein Jahr nach Australien zu gehen, Glückwunsch, und da ein bisschen zu reisen. Ich bin jetzt schon relativ dünn und befürchte, dass ich irgendwie 10 Kilo abnehme, obwohl ich gerade da hinten am Strand gerne meine Gains hätte. Grundsätzlich, obwohl das eigentlich nicht auf den Fitnesskanal gehört, kann ich dir nur sagen, doch bitte auf wie dein Körper aussieht und welche Gains du hast. Eine Reise ist das Tollste, was du im Leben machen kannst. Meine Meinung. Und da habe ich mich nie darum gekümmert, kommt denn meine Bizepsader richtig raus? Das kann ich hier machen, das kann ich im Studio machen, das kann ich machen, wenn ich durch die Innenstadt gehe. Ja, okay, weil hier ist mir langweilig, hier achte ich gerne darauf. Aber wenn ich reise, habe ich anderes vor. Und dann hast du die tollsten Erinnerungen da, deines ganzen Lebens. Ich persönlich denke, da brauchst du nicht so aussehen. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Jetzt schieben wir die mal beiseite. Wir sind hier auf dem Fitnesskanal, verdammt nochmal. Was du natürlich immer machen kannst, ist verschiedene Dinge mitnehmen in deinen Urlaub, womit du trainieren kannst. Auf meinem Kanal findest du genug Möglichkeiten, wie du nur mit Widerstandsbändern, und das kannst du so klein zusammenrollen, dass es nicht größer ist als deine Faust, nimm das mit in dein Reisegepäck. Oder TRX-Band. Auch da findest du, hier, ich tue sie mal alle in die Infobox, ganz viel auf meinem Kanal. Häng das an den nächstbesten Ast auf, am Strand, sonst wo. Auf dem Balken, wenn du irgendwo ein Haus hast oder eine Wohnung mit einem Balken. Du kannst es genug machen. Und glaub mir, wenn du nicht so aussiehst wie ich und Kevin Gebhardt, kannst du damit erst recht alles trainieren. Aber selbst ich, so eine Kante wie ich es bin, kann damit ordentlich den Rücken trainieren, die Brust trainieren, die Arme trainieren und du wirst sogar noch Gains dazu gewinnen. Also, mit den nur beiden faustgroßen Sachen, TRX-Band und ein Widerstandsband, kannst du bereits schon alles machen. Und dann hast du auch noch Liegestütze, die du machen kannst und so weiter. Damit kann man einiges halten und sich sogar fit machen. Also, du musst da keine Angst haben. Ich persönlich würde mich auf Reisen konzentrieren, willst du es aber nicht, kannst du sogar mit ein paar Gains zurückkommen. Versprochen. Befolge die Tipps meines Kanals und wenn du mehr dazu haben möchtest, direkt Kommentare dazu schreiben. Bitte mach dazu ein Video. Wie kann ich die Brust trainieren? Nur mit dem TRX-Band und so weiter. Aber nur, wenn du nicht schon ein Video dazu auf meinem Kanal gefunden hast. Dann, Hugo Fass zu dem umgekehrten Pyramidentraining. Übrigens eines meiner wichtigsten Videos, wo ich hauptsächlich trainiere. Auch unbedingt anschauen. Interessanter Ansatz. Werde ich mal für 6 Monate ausprobieren. Hat jemand Tipps, wie man bei einem längeren Plateau dieses System weiterführen kann? Ich weiß nicht genau, was du mit der Frage meinst. Hast du schon ein Plateau und noch nicht nach dem System trainiert? Oder willst du jetzt schon wissen, wenn du ein Plateau erreichst bei diesem Trainingssystem, wie man das dann machen kann? Grundsätzlich kannst du eine Variation immer einführen. Die Pyramide mal rumdrehen und wieder rumdrehen. Danach machst du es ein bisschen anders.
So kommt man aus Plateaus raus. Außerdem, Übungen wechseln kommt natürlich auch immer wieder aus dem Plateau raus. Vor allem nicht einfach nur eine relativ gleiche Übung austauschen, was weiß ich, zum Beispiel SZ-Curls, einfach nur austauschen mit Langhantel-Curls oder so, sondern versuch auch mal einfach zum Beispiel Grund- und Isolationsübungen auszutauschen. Fang mal mit Fliegenden an und mach danach erst Bankdrücken. So kann man schon eine ganze Menge Plateaus überwinden oder gar nicht erst in ein Plateau reinkommen, außer deine Natur sagt dir irgendwann, hier ist Schluss. Ernährung sorgt natürlich auch oft dafür, dass wir auf ein Plateau stoßen und dazu kommen. Also auch da kann man natürlich einiges machen. Und was auch aus dem Plateau rausführt, man mag es kaum glauben, nichts machen. Trainingspause. Und damit meine ich nicht 3 Tage, das ist keine Trainingspause. Damit meine ich 2 Wochen. Eine Woche zählt auch nicht, verdammt nochmal, das ist nur ein Zyklus weiter. 2 Wochen gar nichts machen. Und wer jetzt denkt, oh gut, okay, 2 Wochen, aber ein paar Liegestütze mache ich doch zwischendurch. Ist falsch. Dann werdet ihr das Plateau nicht überwinden. 2 Wochen komplett Pause, mutige von euch auch 3. Ich verspreche euch, ihr werdet nichts verlieren. Bisschen Wasser vielleicht. Also wer sich dann auf die Waage stellt und sagt, oh, der Gott, der hat gesagt, ich werde nichts verlieren. Ich wiege 3 Kilo weniger. Klar, ihr habt nicht mehr so viel Wasser im Muskel. Ihr seid nicht mehr so unter Dauerstress und so weiter. Aber danach kann es sein, dass es wieder bergauf geht. Ich mache es, ich wachse, ich sehe gut aus. Ihr müsst es ja nicht machen. Martin Plütsch schreibt zu einem meiner beliebten Carsten Pfitzenreuther Revolutionsvideos. Eugene Sandow hat das schon vor vielen Jahren ähnlich gemacht, habe ich mal gehört. Der sagte, dass man ein Gewicht 30 Mal sauber bewegt bekommen muss, dann erst soll man mehr Gewicht nehmen. Klingt doch super gut. Da muss ich leider widersprechen. Das klingt toll, aber ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst mit das klingt super gut. Angenommen, man würde jetzt die Zahl austauschen. Hey, man sollte mindestens 71 Mal das Gewicht sauber bewegt haben, erst dann kann man mal höher gehen. Klingt auch gut, oder? Klingt ähnlich. Fakt ist jedoch, dass in den meisten Studien, science-based, ich weiß, ich hasse es selbst, aber auch meinetwegen die Erfahrungswerte sagen, dass man schon zwischen 6 und 12 Wiederholungen am ehesten an Hypertrophie dazu gewinnt, also Muskeln dazu gewinnt. Am meisten, die meisten von euch da draußen. Es gibt welche, die das auch schaffen mit den Wiederholungszahlen darunter, im Kraftbereich oder darüber, auch durch Liegestütze und dergleichen. Die meisten nicht. Und es ist auch, umso höher die Wiederholungszahl geht, desto mehr stoßen wir auf Probleme, die anders bedingt sind. Der Muskel wird eher ermüdet. Vielleicht können wir die Wiederholung nicht mehr so genau zählen. Habt ihr nur 4 zu zählen, dann weißt ihr ziemlich akkurat genau, wenn ihr fit und gut drauf seid und gut euch ernährt habt, dann werdet ihr genau 4 schaffen. Vielleicht beim nächsten Mal 5. Bei 30 kann es mal sein, dass ihr nur 27 an einem Tag schafft und beim nächsten Mal wieder 33. Außerdem kommt auch dazu, dass ihr meistens dann anfangt, leichter abzufälschen. Also es gibt ganz viele Gründe, warum umso höher die Wiederholungszahl geht, desto weniger genau könnt ihr es evaluieren. Ich bekomme da einen tierischen Pump rein, muss aber sagen, in meinem Leben bei hoher Wiederholungsfrequenz habe ich nie große Gewichtszunahmen gehabt. Ich bin eher der Typ, der mit Kraft dazu gewinnt. Aber das ist auch meistens bei vor allem den Naturaltrainierenden da draußen bei euch. Ihr solltet von den Wiederholungszahlen tendenziell eher runtergehen. Ihr müsst eher im Kraftbereich was tun, damit ihr gut wächst. Wenn ihr unterstützt, dann werdet ihr auch mit mehr Wiederholungen sicherlich mehr Erfolge haben. Unter dem Video, wie oft trainieren, auch eins meiner besten Videos, mehr Erfolg durch mehr Training, schreibt Paradox, sinnvolles Video, danke. Hier wurde sehr gute Punkte und Argumente genannt. Ich wüsste nur gerne, wie das Ganze bei Weighted Calisthenics aussieht, bei welchem man quasi alle Körpergewichtsübungen, also Dips, Handstand, Push-Ups, Liegestütz, Kniebeugen, Rudern und Klimmzüge mit Zusatzgewicht macht. Hier sollte das zentrale Nervensystem ja nicht ganz so leiden, da man weder schwere Kniebeugen noch Kreuzheben macht. Grundsätzlich nicht nur Kreuzheben und schwere Kniebeugen machen das zentrale Nervensystem kaputt. Du hast zwar die beiden Übungen genannt, die das zentrale Nervensystem so am meisten vernichten und zerstören. Ja, die sind sicherlich auf Platz 1 und 2. Aber grundsätzlich wird das zentrale Nervensystem natürlich in Mitleidenschaft gezogen bei intensivem Stress. Das kann man sogar mit einem Bizeps-Training schaffen. Wenn ihr 35 Sätze für den Bizeps macht und richtig hardcore Gewicht bewegt, bis hin zu am Ende richtig viele Wiederholungen macht, dann zerfetzt ihr euer zentrales Nervensystem auch. Natürlich, umso mehr Muskelfasern ihr gleichzeitig rekrutiert, desto eher wird euer zentrales Nervensystem auf einmal platt gemacht. Heißt, umso mehr Muskeln gleichzeitig involviert wären. Beim Bizeps sind das relativ wenig.
Bei Kreuzheben und Kniebeugen ist es die Hälfte eurer Muskulatur. Klar wird es dann mehr in Anspruch gezogen. Aber auch die Länge des Trainings, die Intensität, die machen das alles aus. Und es gibt genug Übungen für die großen Muskelgruppen, Beine und Rücken ganz besonders, die euer zentrales Nervensystem ordentlich platt machen. Beispiel dafür ist auch Rudern. Und du hast hier ein paar genannt, wie zum Beispiel ein Handstand, Push-Ups und auch Liegestütze und ganz besonders Kniebeugen. Kniebeugen sind nichts anderes, wenn du das mit Gewicht, Zusatzgewicht machst, als eben schwere Kniebeugen, die an Maschinen macht oder dergleichen. Also grundsätzlich, wenn man Gewicht dazu nimmt, es kommt immer nur auf die Wiederholungszahl an. Ob ihr jetzt 6 Wiederholungen mit Liegestütz macht, wo ihr aber eine ganze Menge Gewicht hinten drauf habt und vielleicht, was weiß ich, noch ein Mensch hinten drauf sitzt, euer Trainingspartner. Oder ob ihr Bankdrücken macht mit 130 Kilo. Wenn ihr nur 6 Wiederholungen schafft, ist es das Gleiche für euer zentrales Nervensystem. Da muss ich sogar sagen, bei Körperübungen mit eurem Körpergewicht tendenziell sogar ein wenig mehr. Denn da werden oft mehr Hilfsmuskeln aktiviert. Denn an Maschinen sorgt ihr dafür, dass ihr sehr gezielt, geradezu chirurgisch auf einzelne Muskeln eingeht. Das ist bei Körpergewichtsübungen nicht ganz so drin. Wenn ihr zum Beispiel an einem TRX-Band Körpergewichtsübungen wie Dips macht, ist das was ganz anderes als eine Dipsmaschine. Und das Gleiche gilt für Klimmzüge, wo ihr vielleicht auch noch den Bauchmuskel ein bisschen mitschwingt und ein bisschen mitmacht. Wie für alles andere. Also auch da, es kann sein, dass ihr eher tendenziell sogar mehr das zentrale Nervensystem damit berührt. Das war's erstmal. Wenn ihr mehr solcher Videos wollt, wo ich einfach eure Fragen durchgehe, wenn ihr mehr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, immer ordentlich liken, motiviert. Abonniert den Kanal, dann weiß ich, dass genug Leute da zuschauen. Und ansonsten war's das erstmal von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, ihr freut euch auf mehr Videos. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.